Hallo und grüß Gott zu diesem etwas krüden Video. Die Beleuchtung ist nicht ganz ideal, das ist mir auch bewusst. Das war jetzt eben in der Schnelle oder in der Kürze der Zeit nicht besser vorzubereiten, nicht besser hinzubekommen aktuell hier an der Stelle, an der ich mich befinde. Ich hoffe, dass man trotzdem die wesentlichen Details erkennen kann und dass in Verbindung mit der Tonspur eben das nachvollziehbar bleibt, was ich hier jetzt gleich zeigen und sagen werde. Und worum es gehen soll, ist ein Installationstestgerät. Das ist ein Beneng IT130, ein sogenannter Installationstester. VDE-konform und so weiter. Und damit kann man eben elektrische Anlage auf ihre korrekte Funktion, auf ihre ordnungsgemäße Installation hin prüfen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Modi, die man dazu nutzt. Und ja, an sich eben ein ganz gutes Produkt aus dem Hause Beneng und grundsätzlich auch zufrieden, funktioniert, tut, was es soll an den meisten Stellen. Aber in Verbindung mit dieser Commander-Prüfspitze, die eben Teil des Standardzubehörs ist, habe ich immer wieder verschiedene Probleme gehabt und bisher war es mir nicht möglich, das irgendwie nachvollziehbar zu beschreiben, beziehungsweise ich war mir selbst manchmal nicht sicher, bin ich gerade zu doof dafür, funktioniert es einfach nicht. Ich habe jetzt aber wirklich reproduzierbar eine Möglichkeit gefunden, vorzuführen, was ich meine, nämlich, dass diese Commander-Prüfspitze nicht unter allen Bedingungen, vor allem in realistischen Bedingungen, nicht zuverlässig funktioniert. Und das möchte ich hier im Folgenden eben vorführen. Vor mir befindet sich also besagtes Testgerät. Das ist aktuell auch noch ausgeschaltet, Display ist also aus, kann man hier sehen. Und wir schalten das jetzt einfach mal an. Über dieses Radeinstellrad hier kann man den Modus auswählen. Wir befinden uns jetzt im Modus Air Low. Das ist einfach ein Niederohmigkeitstestmodus, mit dem kann man auf Durchgängigkeit prüfen. Ja, im Prinzip einfach eine bessere Widerstandsmessung, so wie man es vom Multimeter her kennt. Wobei hier halt irgendwie der Prüfstrom durch VDE und so weiter vorgegeben wird und die Spannung. Aber im Endeffekt misst man damit halt einfach eine Leitung, misst den Widerstand der Leitung und kann darauf Rückschlüsse darauf ziehen, ob die Leitung irgendwie beschädigt ist, ob die richtig angeklemmt ist und solche Dinge. Und dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Diese Leitung hat eben, oder diese Commander-Prüfspitze, wie auch die andere Adapter typischerweise, haben eben hier drei Messleitungen. Das wird hier eingesteckt. Wie gesagt, in dem Fall jetzt die Commander-Prüfspitze wird hier eingesteckt. Es gibt eine grüne, eine blaue und eine schwarze Leitung. Grün steht in der Regel für PE, blau für N entsprechend. Und das ist halt für den Außenleiter bei den einfachen Messungen. Je nach Messung kann sich das auch mal ein bisschen unterscheiden. Aber es wird hier auch in jedem Modus nochmal angezeigt im Display, welche Leitungen man anzuschließen hat. Also hier in dem Fall ist jetzt L und N zu benutzen und die sind eben entsprechend markiert hier mit solchen Symbolen. PE bleibt leer. Das ist ein Indikator dafür, dass man diese PE-Leitung gar nicht braucht. Macht ja auch keinen Sinn. Man möchte eine Leitung messen. Normalerweise ist da alles spannungsfrei. Wenn da irgendwie Spannung drauf ist, wird das Messgerät sogar wahrscheinlich irgendwie einen Fehler anzeigen ab einem gewissen Spannungsniveau, um sich und die Person, die misst, zu schützen. Insofern möchte man einfach, wie man es vom Multimeter her kennt, den Widerstand bestimmen einer Leitung. Und typischerweise würde man das jetzt irgendwo in der Verteilung mit einer Krokodilklemme irgendwo an PE hängen und damit durchs Haus laufen und halt an den Steckdosen und so weiter den Schutzkontakt messen und die Niederohmigkeit feststellen. Das können wir hier jetzt auch mal nachstellen. Also ich jetzt in dem Fall, im einfachsten Fall, wir vergessen mal die elektrische Anlage und arbeiten jetzt nur mit dem Gerät hier vor uns auf dem Tisch. Ich habe jetzt hier die Messleitungen miteinander verbunden und kann jetzt hier zum Beispiel am Messgerät auch über den Druck auf Test die Messung starten. Das klickert dann immer so ein bisschen, da schalten irgendwelche Relays oder so und dann sieht man hier 0,0 Ohm. Die Messleitung ist auch kalibriert. Normalerweise würde da jetzt ein ganz kleiner Wert ja, angezeigt werden. Ich hatte das irgendwann in der Vergangenheit kalibriert. Man sieht auch hier Kal mit so einem Haken, das heißt, da ist irgendein Kalibrierungswert hinterlegt. Spielt an der Stelle auch keine Rolle. Man erwartet natürlich hier bei 1 oder 2 Meter Messleitung keine großen Widerstände. Das Schöne und Gute ist halt bei dieser Commander-Prüfspitze, das ist überhaupt der Hintergrund, warum es diese gibt. Man kann die Messung hier auch an der Commander-Prüfspitze auslesen. Also hier gibt es einen Testknopf, da drücke ich drauf und dadurch wird jetzt der Test gestartet und auch in dem Fall 0,0 Ohm ist ja dieselbe Messung, nur eben auf anderem Weg gestartet. Soweit so gut, das funktioniert also. Ja, und das Problem, das ich jetzt habe, beziehungsweise in der Realität eben immer wieder hatte, war einfach, dass man hier jetzt, wie gesagt, mit so einer Krokodilklemme irgendwo sich an PE gehängt hat, hatte da eben eine dauerhafte Verbindung, ist dann mit diesem Gerät durchs Haus gelaufen, hat verschiedene Messungen durchgeführt und gerade da ist halt einfach diese Commander-Prüfspitze eigentlich eine gute Sache, weil man dann sich das Ding hier irgendwie um den Nacken hängt, mitschleppt und hier auf die Prüfspitze, an der Prüfspitze eben die Messung auslösen kann.
So über die, ja, es gibt auch so eine LED-Indikatoren, damit kann man eben auch eine schnelle Bewertung machen, wenn man da irgendwo entsprechende Werte hinterlegt, ob der Messwert passt oder nicht. Beziehungsweise man guckt halt kurz aufs Display, was der Messwert jetzt wirklich sagt. Aber man muss nicht ständig irgendwie am Gerät selbst herumdrücken. Also man kann natürlich hier verstellen und immer die Messung auslösen am Gerät selbst. Aber im Arbeitsablauf, im Alltag, auf der Baustelle, wenn man viele Messungen durchführt, ist es halt schöner, wenn ich hier das Ding irgendwo hinhalte, dass ich dann auch gleich dort auslösen kann und nicht mit beiden Händen hier irgendwie koordiniert ja, drücken und die Messung starten muss. Und ich habe einfach festgestellt, des Öfteren, bisher eben nicht reproduzierbar, aber heute war es mir möglich, das zu reproduzieren, dass das nicht zuverlässig funktioniert mit dieser Commander-Prüfspitze. Also in verschiedensten Modi, nicht nur hier im Allow-Modus, auch in anderen hat das immer mal wieder nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert. Teilweise war man sich dann nicht sicher, ob man selbst einfach zu doof ist, irgendwie da nicht richtig hingehalten hat, hat dann eben doch mal schnell am Gerät ausgelöst und war soweit zufrieden. Aber genervt hat es immer schon und das ist halt einfach kein sauberes, zuverlässiges Arbeiten, wenn die Messung nicht gestartet wird und man trotzdem hier immer wieder zum Gerät zurück muss mit der Hand. Insofern, ja, hat ein bisschen genervt. Und wie gesagt, heute war es mir möglich, das nachzustellen in diesem Modus jetzt. Wir sind nach wie vor im Air-Low-Modus. Und die, also was man dafür braucht oder wie man typischerweise vorgeht, ist ja, dass man hier noch so eine Messleitung hat. Eben ist jetzt eben Originalzubehör, Bening TA5, 40 Meter Messleitung. Die steckt man eben hier mit dran, hat die dann irgendwie an der Hüfte oder sonst wo festgemacht und kann sich dann eben durchs Haus bewegen, während eben in der Verteilung oder an der Potentialausgleichsschiene oder wo auch immer eben der andere Teil der Messleitung hängt. Und jetzt in Verbindung mit dieser Messleitung kommt es zu Problemen mit der Commander-Prüfspitze. Das will ich jetzt einmal demonstrieren. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, wir stecken hier jetzt N und den flexiblen Teil der Messleitung zusammen. Und wir führen eben jetzt die Messspitze hier in eine dieser Messbuchsen. Dieses Zubehörteil hat halt hier diese Bananenbuchsen. Ich glaube, 4 mm sind das. Und da kann man eben theoretisch Messleitungen einstecken oder eben diese Prüfspitze. Und jetzt könnte man meinen, so weit, so gut. Jetzt führen wir hier eine Messung wieder durch, drücken am Gerät auf die Testtaste. Funktioniert soweit auch. Jetzt werden hier 0,95 Ohm angezeigt. Das heißt, man hat hier etwa 1 Ohm Widerstand. Erwartet man ja auch, wie gesagt, 40 Meter, ich glaube 0,75 Quadratmillimeter oder so Durchmesser. Das ist halt der Wert, den man erwartet bei Kupfer. Und das ist soweit in Ordnung. Das Problem fängt jetzt aber an, wenn man mit dieser Messleitung im Gepäck eben irgendwo eine Steckdose langt und die Testtaste drückt oder betätigt. Also eigentlich will ich ja nicht am Gerät drücken, sondern hier auf dem, hier an dieser Commander-Prüfspitze, da drücke ich jetzt mal drauf. Und man kann hören, es passiert nichts. Also man hört das Betätigen der Taste hoffentlich im Mikrofon, aber man hört kein Piepsen des Messgeräts und es wurde hier keine Messung gestartet. Das hier ist noch der alte Messwert. Das heißt, nur mal zum Vergleich, wenn ich hier drauf drücke, dann kann man ja hören, das Messgerät piept und signalisiert eben dadurch, dass hier gemessen wurde. Wenn ich ohne diese Messleitung messe, mit der Commander-Prüfspitze, funktioniert das Ganze auch. Hat auch gepiept und alles. 0 Ohm, passt soweit. Wenn ich aber jetzt eben mit der Commander-Prüfspitze im Gepäck mit dieser Messleitung in Verbindung mit dieser Messleitung messe, passiert nichts. Ja, so weit, so schlecht. Also, das ist schon mal sehr schlecht, weil dadurch kann ich die quasi so nicht benutzen, diese Commander-Prüfspitze, das funktioniert schon mal nicht. Und ganz abstrus wird es jetzt aber. Und dadurch war das bisher mir nicht so, manchmal nicht möglich, so richtig nachvollziehbar festzustellen, was eigentlich los ist. Denn jetzt könnte man sagen, ja, Leitung zu lang, keine Ahnung, wie hier die Kommunikation genau mit dem Gerät stattfindet, ob da irgendwie eine eigene Datenleitung da ist. Der Stecker ist vierpolig oder ob das irgendwie hier aufmoduliert wird in das Mess- und Prüfsignal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das geht aus dem Handbuch oder so nicht so direkt hervor. Jedenfalls, wie gesagt, bei langen Leitungen funktioniert das nicht. Und das Problem ist jetzt hier gar nicht so theoretisch, wie es auf dem Tisch hier aussieht, sondern normalerweise habe ich ja die Messleitung plus noch die Leitung, die ich messen will. Das heißt, die Leitung, die ich eigentlich messe, ist sogar noch länger. Und auch da habe ich es ja eigentlich festgestellt, funktioniert es einfach nicht an den Steckdosen. Dann habe ich das irgendwann mal hier so weit reduziert auf diesen Aufbau hier, einfach um das nachvollziehbar darzustellen. Jetzt wird es aber interessant, denn ich kann auch hier nochmal darauf hinweisen, PE wird eben angezeigt, müsste man nicht anschließen, ist eben einfach ein leerer Kreis. PE spielt bei dieser Messung keine Rolle. Wie gesagt, macht ja auch Sinn. Wir messen hier den Widerstand einer Leitung, da braucht man eigentlich keine dritte Messleitung.
Und das Interessante ist, wenn ich jetzt aber den PE mit dem N hier verbinde, dann funktioniert es auf einmal wieder. Also das ist nämlich auch der Grund, warum ich das bisher nicht so ganz nachvollziehbar darlegen konnte. Denn teilweise, je nach Messung und so weiter, hat man dann doch mal den PE irgendwie angesteckt nochmal und dadurch vielleicht eine Verbindung gehabt. Teilweise, ja, ist halt im Eifer des Gefechts, manchmal bleibt dann die dritte Leitung doch irgendwo angeschlossen, angeklemmt. Man hat sich da gar nicht einen weiteren Gedanken drüber gemacht. Aktuell ist es aber so, jetzt ist hier quasi NPE miteinander verbunden. Diese zwei Messleitungen gehen jetzt zum Gerät und die andere Messleitung geht hier halt in diese Buchse rein, über diese 40 Meter Messleitung, bis es hier dann wieder rauskommt. Und wenn ich jetzt in dem Moment auf den Commander drücke, man konnte es schon hören, jetzt funktioniert es auf einmal. Also mir ist tatsächlich nicht ganz klar, was hier vonstatten geht. Irgendwie scheint es so zu sein, dass da irgendeine Signalwirkung dieses PE-Kabel hier noch hat. Und das geht zum einen nicht hervor aus diesen Symbolen im Display. Zum anderen macht das nicht so richtig Sinn, weil man für eine Widerstandsmessung nicht drei oder nicht auf einer Seite zwei Messleitungen haben muss. Das kennt man von komplizierteren Messungen mit Kompensation und so weiter. Das braucht man ja hier auch nicht. Und das funktioniert ja auch bei kurzen Distanzen, wenn man diese Messleitung, dieses Benning TR5, wenn man die weglässt, diese 40 Meter Messleitung, funktioniert sie auch ohne PE. Aber in Verbindung mit der langen Messleitung funktioniert es auf einmal nur noch mit dieser PE-Leitung. Macht nicht so richtig Sinn, ist glaube ich auch nicht im Sinne des Erfinders, wird auch nicht so im Handbuch beschrieben. Und daher bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich werde das jetzt so, diese Resultate eben an Benning mal weitergeben. Ich bin da aktuell schon im Gespräch oder im Austausch e-mail-technisch mit dem technischen Support. Bisher konnten die das noch nicht nachstellen. Und jetzt hoffe ich einfach, dass das mit diesem Experiment nachvollziehbar auch auf der anderen Seite wird und dass die dann da entsprechend ja, nachforschen und herausfinden, woran das liegt, beziehungsweise irgendwie Abhilfe schaffen. Schön wäre es natürlich, wenn das immer zuverlässig funktionieren würde. Ich wurde auch noch gefragt, welchen Versionsstand ich habe. Das war, soweit ich weiß, der neueste und der letzte. Das sieht man immer dann, wenn man das Gerät einschaltet. Ich mache das jetzt hier an der Stelle einfach mal vor der Kamera. In der Hoffnung, dass man das eben entsprechend ablesen kann später im Video. Ansonsten kann ich das auch noch mal kurz selber vorlesen. Also das ist die Version 3178B5ABAL. Ist wie gesagt, ich habe es heute tatsächlich noch nicht geprüft, aber irgendwann vor einem Monat oder so hatte ich geprüft, da war das die neueste Version, wurde auch so ausgeliefert mit dieser Version, da gab es nichts zum Updaten und insofern sollte das passen. Was mich ein bisschen oder was ich mir noch vorstellen könnte als Abhilfe, wenn sich es wirklich nicht anders hardwaretechnisch lösen lässt, weil die PE-Leitung aus irgendwelchen Gründen notwendig sein sollte, sollte man hier wenigstens vielleicht dieses PE-Symbol also anzeigen, dass man den mit anschließen soll bei anderen Messungen, wie zum Beispiel bei der RISO-Messung. Hier wird jetzt PE ja so angezeigt mit dem Indikator. Mit so einem Halbkreis, also einem halb gefüllten Kreis. Laut Handbuch heißt das eben, dass das nicht unbedingt notwendig ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber dass das für zusätzliche Sicherheit eben mit angeschlossen werden sollte. Dadurch kann er halt auch gucken, ob jetzt irgendwie gegen Erde, gegen PE da irgendwelche Spannungen auftreten. Insofern kann das in dem Modi oder in diesem Zusammenhang eben nicht schaden, die mit anzuschließen. Und vielleicht muss man darauf zurückfallen, das im Air-Low-Modus auch so anzuzeigen, weil man ansonsten eben hier durcheinander kommt oder einfach, wer soll wissen, dass wenn es nicht angezeigt wird, dass man hier den PE auf einmal braucht. Macht nicht so richtig Sinn, bin ich nicht so richtig mit einverstanden und ich hoffe einfach, dass sich das aufklären lässt. Ja, und an der Stelle möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, das Ganze ist irgendwie so halbwegs nachvollziehbar geworden. Speziell in Richtung Benning wäre es halt schön, wenn die das in ihrem Labor oder wo auch immer beim technischen Support nachstellen können, um der Sache auf den Grund zu gehen. Falls andere Leute eben ein solches Gerät haben, würde mich natürlich auch interessieren, ob das jetzt speziell an meinem Gerät liegt oder ob das auch von anderen so nachvollzogen werden kann, auch die Erfahrungswerte, ob das ein grundsätzliches Problem ist. Vielleicht habe ich auch einfach nur ein Montagsgerät erwischt, keine Ahnung. Ansonsten über die Testtaste und so weiter funktioniert es ja super und bin auch zufrieden. Nur gerade halt diese Commander-Prüfspitze in realen Situationen. Also wenn man eben mal auch weiter weg von der Verteilung ist, funktioniert eben nicht zuverlässig. Solange man hier mit diesen kurzen Messleitungen irgendwie nur in der Verteilung herum ist, alles supi. Aber wenn man eben dann sich mal weiter weg entfernt von der Verteilung in Verbindung mit so einer Messleitung, wird es irgendwann problematisch.